Willkommen zu unseren News am Samstag, den 22. Mai, zu einer neuen Folge. Und das sind die News der letzten Tage. Noch hält sich Nvidia damit bedeckt, wann die beiden neuen GeForce-Grafikkarten RTX 3070 Ti und RTX 3080 Ti in den Handel kommen werden. Jetzt hat Nvidia zur Computex 2021 eine Keynote angekündigt und reiht sich damit zu den Vorstellungen von Intel und AMD ein. Am 1. Juni in Taipei wollen Jeff Fisher, GeForce Senior Vice President und Monovia, das Head of Enterprise Computing, über Neues aus der Welt von Nvidia berichten. Erwartet wird unter anderem die Vorstellung der GeForce RTX 3070 Ti und der RTX 3080 Ti. Laut dem Hardware-Magazin WCCF Tech soll der Verkaufsstart für die RTX 3080 Ti am 3. Juni erfolgen. Die RTX 3070 Ti soll wenige Tage später am 10. Juni in den Handel kommen. Bisher hatten Microsoft und Bethesda auf der E3 ihre eigenen Pressekonferenzen abgehalten. Dieses Jahr soll dies jedoch anders sein. Matt Booty, Chef der Xbox Game Studios, sprach mit der französischen Seite Le Figaro über den Xbox Game Pass und Bethesda. Und dabei bestätigte Matt Booty, dass es zur E3 in diesem Jahr eine gemeinsame Pressekonferenz geben werde. Beide Publisher wollen zusammen auf der digitalen Messe ihre kommenden Titel präsentieren. Zum zweiten Mal in Folge zieht Wien Extra die Reißleine und sagt Österreichs größtes Computer- und Konsolenspiel-Event ab. Eine Game City Wien wird es also auch 2021 nicht geben. Dabei hätte das Event erst später im Jahr, nämlich vom 15. bis zum 17. Oktober stattgefunden. Nach reiflicher Überlegung und der Suche nach alternativen Konzepten kamen die Veranstalter aber zu dem Entschluss, dass alle Optionen, ein Event für Gamer zu organisieren, der offen und verbindend ist, leider widersprochen hätte. Nun hofft man auf einen entspannten Verlauf des Jahres 2022. Aktuell ist geplant, dass die Game City Wien vom 14. bis 16. Oktober 2022 stattfindet. Auch die internationale Funkausstellung, kurz IFA, wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das gaben die Messe Berlin und die GFU Consumer und Home Electronic GmbH vor wenigen Tagen bekannt. Grund für die Absage ist die noch andauernde Pandemie, die eine verlässliche Planung nicht zulässt. Am Donnerstag, dem 20. Mai, präsentierte Electronic Arts anhand eines Trailers das mittlerweile 10. Gameplay-Pack zu The Sims 4. In The Sims 4 Dream Home Decorator, beziehungsweise auf Deutsch The Sims 4 Traumhaftes Innendesign, werden unsere Sims zu einem Innenarchitekten und gestalten die Häuser und Räume anderer Sims. Dabei müssen wir aufs Budget und vor allem auch auf die Wünsche und Vorlieben der Kunden achten, um unseren Ruf nämlich nicht zu schädigen. Passend zur Innendekorationskarriere werden weitere neue Möglichkeiten ins Spiel Einzug halten. Unter anderem erwarten uns flexible Möbel wie Anbausofas, integrierte Kochfelder oder modulare Regale. Das neue Gameplay Pack erscheint am 1. Juni als digitaler Download für PC, Mac und Konsole und wird, wie üblich, knapp 20 Euro kosten. Gestern präsentierte Paradox Interactive während der PDXCon Remixed zwei neue Content Creator Packs für City Skylines. Die Content Creator Packs erscheinen für die Plattformen PC, Xbox One und PlayStation 4. Das Bridges & Piers Content Creator Pack verbessert und verschönert unsere Hafenviertel. Das Train Stations Content Creator Pack bietet hingegen 12 Bahnhöfe und 4 Knotenpunkte mit neuen Nahverkehrsoptionen für alle Bedürfnisse. Zusätzlich sollen auch noch mit Railhawk Radio und Sunny Breeze Radio zwei neue Radiosender erscheinen. Beide Radiosender werden für knapp 4 Euro erhältlich sein und die beiden Content Creator Packs für knapp 5 Euro. Zudem präsentierte Paradox Interactive die nächste Erweiterung für Prison Architect mit dem Titel Second Chances an. Prison Architect Second Chances führt Rehabilitationsprogramme für Gefangene ein, die es den Insassen ermöglichen, ihre Strafe zu verkürzen und sich wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Die Second Chances Erweiterung wird zuerst für PC, Xbox One und PlayStation 4 am 16. Juni erscheinen und ab dem 29. Juni auch für Nintendo Switch. Während der PDXCon Remixed wurden noch viele weitere Titel und auch Erweiterungen angekündigt. Den Link zur Showcase findet ihr in der Videobeschreibung.
Und das waren sie auch schon wieder, die News der vergangenen Tage. An dieser Stelle verabschiede ich mich wieder von euch. Danke fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung, aber auch über eure Kommentare freuen. Und damit ihr keines unserer Videos verpasst, einfach ein Abo dalassen und das Glöckchen aktivieren. Die nächste News-Folge, die gibt es dann am Mittwoch von unserem Chef persönlich. Mich hört ihr dann am Samstag. Bis dahin, bleibt gesund und guten Loot euch. Ciao.